Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen Live-Let's Play zu Crash Bandicoot 3 Warped aus der Insane Trilogy. Ja. Auch wieder mit Stottern geschafft, das Intro quasi. Ja, und wir sind hier in der Ägyptenwelt. Ja, beim letzten Mal war es irgendwie so leicht asynchron, aber es war noch okay. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo sind wir denn hier überhaupt? Wie weit sind wir hier gekommen? Das sieht ja schon mal gut aus. Der Tim ist auch komplett fertig. Ah, Future Frenzy müssen wir noch. Und was ist das? Pump Wader. Das haben wir, glaube ich, gemacht, weil das ätzend war oder so. Dann machen wir Future Frenzy. Wenn wir die Lauffunktion haben, müssen wir auf jeden Fall als allererstes. Ach stimmt, wir haben jetzt die. Ne, wir haben nicht die Bazooka. Das extra Level von Boneyard oder was das ist. Ich weiß nicht, ob das Boneyard war. Oder dieses andere Dinosaurier-Level. Oh. Dieses andere Dinosaurier-Level. Weil da gibt es ja, wo man in den einen Gegner da reinrennen muss. Weil das müssen wir machen, um da in dieses extra Level zu kommen. Mit dem kleinen Mini-Dino. Halt das ähnlich versteckte Level wie das Alien-Schild. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Level das war und welcher Gegner das genau war. Ich meine nur zu wissen, dass der auf der linken Seite war. Aber ich bin mir da überhaupt nicht sicher. So. Nummer 1 wäre geschafft. Ich weiß gar nicht, ob wir hier alle Kisten kriegen können. Fenster ist übrigens wieder offen, falls ihr euch wundert, wo die ganzen Hubgeräusche herkommen. Ich hoffe mal, man hat das gehört. Das Geräusch vermisse ich. Das war cool. Ach, come on. Der hat seine Dinger noch gar nicht draußen gehabt. Ja, das ist okay. Aber wir hatten irgendwo einen Checkpoint, ne? Ja. Das ist bestimmt eine Todesplattform oder so. Ich hab sogar eine Todesplattform. Meine, mich an sowas Grünes erinnern zu können. Ja, das ist okay. Das ist aber scheiße getimt.
Leben haben wir bei 35, da brauche ich die ganzen Äpfel ja nie einzusammeln. Ja, ist eine Wumperfrüchte, ich weiß. Ja, ich habe den Ton vom linken Ohr nicht, hat man vielleicht gemerkt. Oh, das ist das coole Level, ne? Das coole Bonus-Level. Ja! Das ist so nice! Ich mag das voll. Weil hier werden dann die ganzen Fähigkeiten, bis auf halt, die Kanone. Muss man die alle können. Ja. Nee. Ich finde, die hätten das noch auch sogar noch ein bisschen ausweiten müssen. Also mehr. Für mich ist auch nicht in einem Level, sondern halt in verschiedenen. Ist der Chat eigentlich bei mir hängen geblieben oder schreibt ihr nichts? Next Checkpoint. Oder gab es hier einen grünen Edelstein? Ich weiß das. Guckt euch das an. Ah. Nope, hängt nicht. Das ist gut. Das ist gut. Blues Tower Defense. Das ist ich glaub, er wird verzweifeln, okay. Ach, guck mal, da ist schon Level Ende. Ja, aber. Gut, okay. Da müssen wir wahrscheinlich unten über den anderen Warp Room. Ich meine, da wäre noch was. Die letzten zwei Maps sind einfach nur Kacke. Ja. So, du willst ein paar Runden kämpfen? Dann werden wir ja sehen, wer von uns ausgedehnt hat. Bin sowieso nicht so der Tower Defense Fan. Ich muss sagen, ich fand den Kampf im Original irgendwie besser. Also, man hat irgendwie ließ sich besser steuern, ne? Thank you.
dieser Kampf nicht auf der Stelle stattgefunden. Also jedenfalls hat man hier das Gefühl, dass es auf der Stelle sich da bewegt. Und im Original war das, da ist man so geflogen, relativ schnell sogar. Nur Narwhal und eher Limited Units sind fuck off, weiß man nichts mehr machen, keine Upgrades und so weiter kaufen. Man geht davon aus, man ist sicher, schaut einmal nicht hin, dann verreckt. Und trotzdem, das ist ja das zweite Mal an derselben Stelle mit demselben Grund. War, ey. Mein Beileid. So, wir haben jetzt die Bazooka. Und mein Bier ist alle. Merkwürdig, wie die Geschichte sich wiederholt. Engine konnte wieder nicht siegen. Dafür müssen wir dich vernichten! Oh, mir brummt der Schädel. Ich bin im Moment einfach nicht ich selbst. Aber das Ende ist in Sicht. Sammle noch 5 Kristalle und du wirst meinen Plan durchkreuzt haben. Oder nicht. Boah. Nur so zur Erklärung. Von den, keine Ahnung, 20 bis 30 Tauern-Heroes, Plus-Heroes, die es gibt, kann ich nur einen ganz bestimmten Hero und 4 ganz bestimmte Tower verwenden. Mit maximal 13 Tauern, die man setzen kann. 80 Runden überleben, Runde 78 ist gerade einfach möglich mit den 6 Tauern, die ich habe. Müsstest du dann von neu anfangen, wenn das so überhaupt nicht mehr geht? Oder ist das jetzt einfach nur auf Glück? Also. Oh, Gun Tomorrow, komm, das machen wir jetzt auch direkt. Also, beziehungsweise kannst du jetzt noch irgendwie was anders machen? Das möglich? Oder hast du dich jetzt da quasi festgefahren, weil du nicht genug Asche hast, falls es man da Asche braucht? Also ich dachte, dass du jetzt quasi bei Level 78 hängst, aber das dann halt immer und immer wieder machen kannst. Ja, das ist natürlich kacke. Wie lange brauchst du so bis dahin? Bäh. Okay, das ist das, wo man zurück muss. Oh. Ja gut, okay, das geht dann noch. Odyssey in dem Fall Schwierigkeitsgrad hart, muss man mehrere Maps machen, 5 Stück. Und mit der letzten, und die ist gerade absoluter Müll. Ich wollte nur gucken, ob man die wegdrehen kann. Ich wollte wirklich nur gucken, ob man die wegdrehen kann, aber das geht nicht.